Hallo und ein herzliches Willkommen zur familienfreundlichsten Unterhaltung auf ganz YouTube. Heute ein kleines weiteres Kochvideo, das etwas außerplanmäßig stattfindet. Grund dafür ist das hier. Ich habe Hackfleisch gekauft und müsste es irgendwann mal vertun. Ich kann das nämlich nicht mehr lange halten. Und da dachte ich mir, mache ich dafür das hier. Ja, hier muss ich beim Mindesthaltbarkeitsdatum achten. Das würde ich auch euch empfehlen. Bei dem hier ist es nicht ganz so egal. Wikinger Topf. Ich habe allerdings nicht alle Zutaten bekommen, wie ihr und Jay, man kennt's ja. Also ich werde das auch ein bisschen anders machen als geplant. Hier vorne habe ich schon mal Reis abgemessen. Und statt irgendwelche Möhren, na gut, okay, die habe ich gerade noch da, nehmen wir stattdessen Zucchini und Möhre. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, ist ein bisschen außerplanmäßig, aber machen wir das Beste draus. Oh. Ganz nebenbei gesagt, den Kuchen, den habe ich bloß bis zur Hälfte geschafft, dann hatte ich keine Lust mehr. Nehmt's mir nicht übel, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber ich habe auch nur eine begrenzte Art und Weise, mir den blanken Zucker reinzuziehen. Nun gut, jetzt machen wir erstmal die Möhren in feine Streifchen oder machen wir erstmal Licht hier an. Und dann sehen wir weiter. Okay. Sollte eigentlich fast recht schnell gehen. Ich habe übrigens nicht vor, aus diesem Kochvideo ein großes Drama zu machen. Das wird einfach eine schnelle Sache. Und ich dachte mir so, Mensch, das kannst du doch auf Video festhalten. Wird schon schief gehen. Ganz nebenbei gesagt, ich hätte mir sparen können, den Wasserkocher anzusetzen. Reis wird kalt angesetzt. Kein Problem. Dann mache ich mir eben den Earl Grey Tee mit dem heißen Wasser. Muss ja nicht umsonst alles gewesen sein. Kein Thema. Schwupp, 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 schwupp. Mögt ihr Earl Grey Tee? Ich ja. So, die Zucchini, die übrigens auch langsam mal weg muss. Ihr seht, die sieht hervorragend aus. Die hat's nötig. Wir nehmen die statt Erbsen, weil ich halt eben keine Lust auf Erbsen habe, beziehungsweise ich müsste das welche holen und will es nicht. Ich habe auch noch einen Bohneneintopf im Kühlschrank, den muss ich auch irgendwo noch mal essen. Eieieiei. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen außerplanmäßig. Ich habe eigentlich überhaupt gar keine richtige Lust. Ich habe Frühschicht und bin erst vor kurzem von Arbeit gekommen und muss aber, wie gesagt, das Hackfleisch vertun. Ich müsste jetzt eigentlich Klöpse noch machen, aber ich denke, ich mache daraus bloß eine Art Suppe. Dann mache ich doch Klöpse. Ich werde sehen. So, das wäre frisch vom Schwein und Rind gemischt. Werden wir jetzt gleich mal verbrutzeln. Mit dem guten alten Kokosnussfett. Wie auch anders. So, den Laden mal anschmeißen hier. So. Wunderbar. So, das Zahnfell ist recht flott, wie ich sehe. Was immer ansteht. Und natürlich den Tee, den wir uns ein bisschen nebenbei gebrüht haben, beziehungsweise eigentlich ungewollt. Oh Mann, ich habe schlecht geschlafen. Ich hasse die Frühschicht. Heiß. Prima. Was auch sonst. Ehe mir der süße Brei jetzt überkocht, werde ich jetzt erstmal hier ein bisschen runterdrehen. Und dann werden wir uns mal dem Hackfleisch annehmen, wa? Riecht gut. Wie gesagt, eigentlich müsste ich diese Bällchen turmen, aber ich habe keine Lust. Es wird auch so gehen. Für das, was ich vorhabe. In erster Linie geht es halt drunter ran, bis das Hackfleisch wegkommt. Das ist eigentlich nur wieder eine Restbewertung für Arbeit. Ja, perfekt, der Reis ist fertig. Gucken wir doch gleich mal. Jo, der ist hervorragend geworden. Da kommt jetzt noch Butter rein. Du kommst raus. Ist wie gesagt ein ziemlich schnelles Gericht. Es ist eigentlich nur so eine Beuteltüten, naja, Beuteltütensuppe nicht. Es ist mehr so eine Art Soße. Hackfleisch, Gemüse, Reis, das Ganze kommt dann zusammen. Und das Ganze nennt sich dann halt so. Und sieht auch ein bisschen anders aus, aber darauf pfeife ich. Wir machen das jetzt einfach mal so, wie gesagt,
Aber er hat ein schönes Armbrot. Bestens. So, übrigens meine kurze Sache wegen dem Kuchen nochmal. Der Kuchen als solches, das muss ich nochmal betonen, der hat als solches nicht schlecht geschmeckt. Er war extrem süß. Manche waren sehr verwundert wegen dem Olivenöl. Das hat eigentlich gar keinen so schlechten Geschmack gemacht. Der Fehler beim Kuchen war einfach nur, dass er in der Mitte noch roh war und dass der Zuckerglasur, also dieses Zeug halt, echt zu viel Wasser zugegeben worden ist. Und das hat das Ganze halt echt versaut. Und ich habe es da drüber gegossen. Das war halt sau doof. Das war viel zu viel. Hätte ich die Glasur weggelassen, dann wäre der Kuchen definitiv besser gewesen. Aus Fehlern lernt man. So, das Ganze geht recht flott. Jetzt mache ich dann das Gemüse hier rein. So steht drauf geschrieben, man soll erst das Fleisch anbraten und dann das Gemüse hinzugeben. Ich weiß, manche würden das wahrscheinlich anders machen. Man kann es bestimmt auch extra nochmal anbrutzeln. Aber... nö. Deckel drauf und abwarten. Ja, soll ich es wagen? Soll ich es wagen? Ich kann es nicht. Oh Gott. Nein. Naja, aua, heiß. Schwenken will gelernt sein, ich weiß. Oh, riecht unheimlich gut. Hoffentlich versaue ich mir mit dem Scheiße nicht wieder alles, wie ich schon mal. Lassen wir uns überraschen. Seht ihr das da oben? Seht ihr das? Das sind sogenannte Lebensmittelmotten. Ich weiß nicht, wie ich die loswerde. Ich habe alles durchgesucht. Ich habe nichts finden können. Furchtbare Biester. Weiter geht's im Text. So. Oh Gott. Ja. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Ich habe das Gefühl, die Pfanne ist wieder zu klein. Mei. Ach, ich habe alles falsch gemacht. Na egal. Jetzt kommt das kalte Wasser hier rein. Ich habe die gefrorenen Erbsen durch Sorinis ausgetauscht. Die Karotten sind wahrscheinlich auch nicht... Na toll. Die sind wahrscheinlich... Oh, was ist denn? So, und jetzt wird das Ganze also eingerührt. Genauso wie es der Doktor verschreibt. So stand es drauf und so soll es werden. Oh mein Gott. Ich habe das böse Gefühl. Ich habe ja mal... Okay, warte mal, ich soll sehen. Ja doch, es wird. Ich wollte gerade schimpfen, ich dachte, ich mache jetzt hier eine riesen Klumpenbrühe, aber nö. Das Ganze mit kaltem Wasser irgendwie auffüllen. Jetzt hätte ich die gefrorenen Erbsen reinmachen sollen, die haben wir nicht da, da haben wir Sorin dafür gehabt. Und dann kochen wir das Ganze nochmal auf. Und dann, ja, dann sind wir fertig. Und dann habe ich erstmal Armbrustzeit. Na, wenn das nicht gut aussieht, dann weiß ich es auch nicht. Wirkt ein bisschen fad, aber kostet manchmal. Naja, also Würz brauche ich nicht mehr. Der Beutelinhalt wird's genug. Sonst wird's zu salzig. Ta. Ich hätte es ein bisschen ordentlicher garnieren können. So, und das ist der Rest zum Schützenfest im Großen und Ganzen. Das Essen kocht da drüben noch ein bisschen wie alte Wäsche. Aber den Rest lassen wir uns erstmal schmecken. Hat übrigens fast nur, 13 Minuten gedauert. Half! Ich würde geschmacklich sagen, eher mittelmäßig. Es schmeckt nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Kein Wunder, es ist ja das Beutelinhalt.
Ich habe nicht viel beigemacht. Hätte ich selbst zubereitet, wäre es noch nicht besser geworden. Und doch kann sein. Mit Reis? Nee, es geht schon. Kann man schon essen. Ein schönes Abendbrot. Und wie der Tee schmeckt, muss ich wohl nicht erst was sagen. Das ist halt Ökwe-Tee. So, nichts Spektakuläres, Aufwendiges, aber schnell zum Armut gemacht. Eine Beutel, bisschen Hackfleisch, Surimi, Karotte, Reis. 13 Minuten war es fertig. Kann sich sehen lassen. Also es ist jetzt zwar das Video ist ein paar Minuten kürzer, aber naja. Danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal gibt es dann die Ente, würde ich mal sagen. Tschüss.